Letzte Woche in Berlin. Die Mieter dieser Häuser von Deutsche Wohnen, heute Vonovia, protestieren gegen ihre Heizkostenabrechnungen. Tausende Euro sollen sie nachzahlen, doch das verweigern sie. Die versuchen uns natürlich auszuquetschen wie Zitronen, wo sie können. Ich will nicht das Wort Betrug sagen, aber in die Richtung, das Gefühl habe ich schon, dass es so ist. Wir haben alle Angst davor, dass wir uns unsere Wohnungen bald nicht mehr leisten können. Und das ist ein furchtbarer Gedanke. Kein Einzelfall in Deutschland. Hier in Bochum ziehen Mieter vor die Zentrale des Wohnungskonzerns. Mit einem Kuchen wollen sie mit dem Vonovia-Chef ihre explodierenden Heizkosten klären. Auch sie weigern sich zu zahlen. Mir fehlen einfach die Unterlagen. Ich möchte auch Antworten von der Vonovia und solange ich die nicht habe und die anderen Mieter auch nicht, absolut nicht. Auch die Mieter dieser Plattenbausiedlung in Magdeburg erlebten mit ihren Abrechnungen aus dem Jahr 2022 einen regelrechten Preisschock. Betroffen ist auch diese junge Familie. Das Paar kommt aus Polen. Seit 2 Jahren leben und arbeiten sie hier. Da sie die geforderte Summe von 5.100 Euro nicht zahlen konnten, schaltete ihr Vermieter ein Inkassobüro ein. Die Forderung beträgt nun bereits mehr als 6.000 Euro. Für mich, für meine Familie, das ist Katastrophe. Wir zusammen arbeiten und was? Und jeden Monat, wenn noch Strom, Gas, Internet, alles muss zahlen, ja, Rechnung, das ist Katastrophe. Die Mieter haben sich Hilfe geholt. Zakaria Said vom Mieterverein hat sich die Unterlagen vom Vermieter genauer angeschaut. Die Mieter haben im Vergleich von 2021 auf 2022 33% Energie eingespart. Trotzdem haben sich die Kosten um den Faktor 3,5, also 250% erhöht. Die Häuser der Straße werden mit einer eigenen Gasheizung hier im Keller versorgt. Das Schild zeigt das eigentliche Problem. Der Eigentümer ist nicht mehr der Vermieter, sondern die G&E G-Tech Holding GmbH, ein Dienstleistungsunternehmen aus Magdeburg. Solche Verträge nennt man Wärmecontracting und das funktioniert so. Der Vermieter überträgt seine Heizungsanlage an eine externe Firma, den sogenannten Contractor. Dieser kümmert sich um alles rund um die Heizung. Er wartet die Anlage, nimmt Reparaturen vor oder erneuert diese. Für den Vermieter ist das finanziell attraktiv, denn die Kosten für diese Dienstleistung muss er nun nicht mehr selbst finanzieren, sondern diese werden über den Wärmepreis auf den Mieter umgelegt. Verbraucherschützer und Mietervereine kritisieren solche Verträge deshalb als Kostenfalle für Mieter. Mit Sicherheit wäre es günstiger, wenn kein Dritter nochmal zusätzlich zwischengeschaltet wird, der mit der Heizungsanlage Gewinne machen muss, damit es sich auf ihn rechnet. Und das zahlen dann in diesem Fall zu 100% die Mieter. Der Mieter ist hier der Dumme. Ein weiterer Grund für die Preisexplosion: die Heizung hier im Keller wird abrechnungstechnisch zur Fernwärme, da das Wärmecontracting der Fernwärmeverordnung unterliegt, obwohl es sich rein technisch um eine Gasheizung handelt. Das heißt, die Mieter zahlen nun keinen Gas, sondern einen sogenannten Wärmepreis, der sich aus einem Grund- und einem Arbeitspreis zusammensetzt. Und im Fall der Magdeburger ist der Arbeitspreis besonders hoch. Im 4. Quartal 2022 betrug dieser fast 62 Cent pro Kilowattstunde. Es gibt kaum einen teureren in Deutschland. Das Problem: der Preis spiegelt offenbar nicht die tatsächlichen Beschaffungskosten wider, sondern berechnet sich nach solchen komplizierten Formeln. Für Laien wie die Mieter völlig intransparent. Max Hengstenberg von der Energieberatungsfirma Senacon hat die Magdeburger Preisformel für uns analysiert. Dort fließt ein Börsenwert vom Gasmarkt ein und der hat seines Erachtens nur ein Ziel. Das sorgt dann dafür, dass diese Preise einfach regelrecht explodieren. Der Versorger hat zu diesen Konditionen mit Sicherheit sein Gas nicht eingekauft, wenn dann zu einem ganz kleinen Teil. Aber ich bin mir auch sicher, dass die Analysten, die bei so einem Versorger arbeiten, abgewartet haben, bis der Preis wieder etwas fällt, um dann wieder vielleicht Gas einzukaufen. Wegen solcher Preisformeln und der daraus resultierenden überhöhten Preise laufen derzeit mehrere Verfahren gegen Wärmeversorger in ganz Deutschland. Das Magdeburger Unternehmen, die G&E G-Tech Holding GmbH, schreibt zu ihrer Preisformel: Nach unserer Auffassung erfüllt die hier in Rede stehende Preisgleitklausel sämtliche gesetzgeberischen Anforderungen.
Auch in diesem Viertel in Bottrop ist die Preisformel offenbar eine Ursache für die explodierenden Heizkosten. Auch hier sollten die Mieter kräftig nachzahlen. Bei Marina Scharnowski waren es 1.400 Euro für 45 Quadratmeter. Auch in diesem Viertel hatte der Vermieter, die Vonovia, die Heizungsanlage an eine externe Firma übertragen. Die Mieter setzten sich gegen die hohen Nachzahlungen öffentlich zur Wehr. Die Vonovia knickte ein, angeblich aus Kulanz. Für Marina Scharnowski reduzierte sich damit die Forderung von knapp 1.400 auf 49 Euro inklusive Mahngebühren. Die habe ich aber nicht bezahlt, weil ich beruf mich wie die anderen Mieter auch auf das Rückbehaltungsrecht. Und das steht uns zu, weil die Vonovia bis heute es nicht geschafft hat, uns die originalen Verträge, Belege, alles was dazugehört, vorzulegen. Auch hier in Berlin hat die Deutsche Wohnen, heute Vonovia, nach Mieterprotesten ihre Forderungen bereits reduziert. Offenbar nicht aus Kulanz, wie sie dieser Mieterin schreibt, sondern aufgrund eines Fehlers bei der Rechnungsstellung durch den Wärmekontraktor. Aus 6.500 Euro wurden in ihrem Fall dann plötzlich knapp 1.300 Euro. Der Vermieter hat auch hier die Heizungsanlage an einen Contractor übertragen. Diese Firma soll 2021 nicht einmal Mitarbeiter gehabt haben. Ob das stimmt, wie auch all unsere anderen Fragen, beantwortet der Contractor nicht. Allgemein heißt es nur, alle Abrechnungen seien geprüft und korrekt. Auch die Vonovia, die über die Deutsche Wohnen an dieser Firma mit 49% beteiligt ist, beantwortet unsere konkreten Fragen nicht, sondern verweist uns wiederum an den Contractor. Wie sehr Mieter von einem Ausstieg aus dem Contracting profitieren können, zeigt ein anderer Fall aus Berlin. Alexander Perovic wohnt seit vielen Jahren in diesem Haus. Bis 2019 gab es hier das Wärmecontracting. Das heißt, der Vermieter hatte die Gasanlage im Keller an den Energiekonzern Vattenfall übertragen. Die Heizkosten für das gesamte Haus lagen 2019 mit Contracting bei knapp 33.000 Euro. Ab 2020 wurde die Heizung dann wieder auf Eigenbetrieb umgestellt. Nun lagen die Brennstoffkosten bei 16.700 Euro, also nur noch der Hälfte. Jahrelang hatten die Mieter also mit dem Contracting zu viel bezahlt. Ich habe mal ausgerechnet, dass das über 10.000 Euro waren pro Jahr. Über die Laufzeit des gesamten Vertrages, also etwa definitiv über 150.000 Euro, die mehr bezahlt wurden, als wenn das Gas direkt gekauft worden wäre von einem lokalen Gasversorger. Das Wärmecontracting ist offenbar auf vielen Ebenen dazu geeignet, den Mieter zur Kasse zu bitten. Also die Auswüchse von dem Fall Magdeburg und auch dem Fall Berlin zeigen ganz klar, dass hier der Gesetzgeber gefordert ist, zu regulieren, ein Konstrukt zu erschaffen, das die Mieter in Zukunft vor solchen Situationen bewahrt. Uns gegenüber sieht das zuständige Bundeswirtschaftsministerium keinen Regelungsbedarf. Die von uns geschilderten Fälle könne man nicht nachvollziehen, heißt es. Ob die erhöhten Preise rechtens seien, kann von den Betroffenen zivilrechtlich bzw. über die Missbrauchsaufsicht durch das Bundeskartellamt geprüft werden. Mietern bleibt also nur der öffentliche Protest, wie hier in Berlin, und schlussendlich der Klageweg. Auch die Mieter in Magdeburg sind in Widerspruch gegangen. Die Inkassoschreiben wurden zwischenzeitlich zurückgenommen. Doch auch die Ratenzahlungen, die ihnen angeboten wurden, kommen für sie nicht in Frage.